Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen entspannenden Runde Dredge. Mein Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr wisst ja, wir haben in der letzten Folge das Familienwappen, haben wir geborgen und haben vielleicht die zwei Brüder wieder so ein bisschen näher zusammenrücken lassen, sodass sie sich wieder vertragen und so weiter und so fort. Und ich sag mal, wir haben hier oben auf der rechten Seite im Tab, haben wir jetzt so verschiedene Optionen in der Kajüte. Und da würde ich mal sagen, die gehen wir mal nacheinander durch und schauen wir mal, was wir hier auf der Insel noch, ich sag mal, noch vervollständigen bzw. abschließen können. Also gucken wir mal rein, die Kunst der silbernen Zunge. Das können wir zum Beispiel noch lesen, das wählen wir gleich mal an. Dann gucken wir noch mal rein in die Karte, schaut mal. Und hier unten sind noch zwei Kreuze. Im Prinzip ist es so, dass wir hier schon mal mit einem Kreuz das, wie soll ich denn das sagen, das sollten wir mal abarbeiten und hier das auch. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit bekommen, vielleicht mit diversen Sprengstoffen da irgendwie ein bisschen was freizuräumen. Selber können wir dann leider noch nicht herstellen, aber wir können schon mal dafür sorgen, dass wir vielleicht, wir sollen ja an eine Abkürzung fahren und das wird dann durch Sprengstoff freigelegt. Bin ich mal gespannt. Hier haben wir dann die Enzyklopädie, schaut mal. Also wir können jetzt sehr, sehr viele Fische anwählen. Flachwasser, ozeanisch, abyssal, hartal, vulkanisch, Mangroven. Also ganz, ganz viele Teile, das können wir uns dann auch ganz in Ruhe durchlesen. Hier hätten wir dann die Missionen. Schaut mal, hier ist die Einsiedelei, die machen wir gerade. Ich habe einen Eremiten getroffen, der unter erbärmlichen Bedingungen an den Felsen durch Sturmklippen haust. Der hatte sich vor Jahren mit seinem Bruder zerstritten, einem Weinfäller aus Unfell. Wenn es mir gelingt, ihre Beziehung zu kitten, könnte er wieder zu ihm zurück. Und zuerst muss ich aber das alte Familienwappen wiederfinden. Irgendeine Kreatur hat es offenbar gestohlen. Das ist dieser riesengroße Fisch, der hier unten seine Runden dreht. Ach, meine Lieben, das kann ich euch schon mitteilen. Haben wir in der letzten Folge erfolgreich geborgen. Schon mit einigen Blessuren, aber wir haben es zumindest geschafft. Und jetzt, ich muss die Sprengladung explodieren lassen, die auf den Wrackteilen bei den Sturmklippen platziert wurden. Also, das heißt für uns, wir fahren wieder raus und suchen mal ganz in Ruhe diese Sprengladung. Ne? Ja, und dann können wir hier noch jede Menge, ne, Mindesthaltbarkeit, also... Du musst einen verrotteten Meeraal an den Einwohner von Unfall liefern und so weiter und so fort. Das können wir dann schön nacheinander auch noch abarbeiten. Hier unten hat man dann noch die Nachrichten. Schaut mal, vom 9. September 1927. Er weigert sich noch immer, mich an Bord zu lassen, wenn er dort arbeitet. Er ist überzeugt davon, dass ich mich langweilen würde, ohne dass die schlechten Manieren der Mannschaft mich schockieren würden. Vielleicht bin ich ja auch zu anhänglich. Ich weiß, er braucht Zeit für sich. Aber ich langweile mich zu Hause so schrecklich, wenn er fort ist. Das verstehe ich. Vor kurzem hat er das Boot mit Bergungsausrüstung ausgestattet. Die Vorstellung, einen Schatz zu heben, ist sicher schrecklich aufregend. Ich muss ihn davon überzeugen, mich endlich mal mitzunehmen. Ja, das stimmt. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Im Prinzip, ich würde jetzt mal hier noch... Guck mal erstmal, was wir noch an Kohlen hätten. Wir hätten hier unten im Prinzip wieder zwei Slots frei. Da könnten wir vielleicht zur Not mal einen kleinen Motor anhängen. Schaut mal, mit 200 können wir einen verbesserten Außenborder kaufen. Ich würde jetzt Folgendes machen. Bevor wir hier heute irgendwas machen, würde ich jetzt erstmal nach Fischen Ausschau halten. Warum nach Fischen? Weil ich noch ein kleines bisschen Kohle verdienen möchte. Es ist ganz wichtig, dass wir hier uns jetzt erstmal diesen Motor kaufen. Diesen ganz wichtigen, weiß. Und da kann uns der Fisch nicht mehr so schnell gefährlich werden. Das ist schon mal Nummer 1. Mist. Schön langsam. Haben wir. Oh, das ist sogar so ein mutierter. Schaut mal, eine Bartmakrele. Ja, da haben wir doch relativ schnell ein bisschen Geld verdient. Ist doch gar nicht so verkehrt. Jetzt fahren wir hier immer noch die Flecken ab, würde ich vorschlagen. Und denkt bitte dran, der große Fisch ist allseits hier anwesend. Das ist schwer. Ich wollte gerade sagen, das ist echt schwer. Da müssen wir den mal nehmen und noch dorthin drapieren. Und das war's. Mehr Schiffe können wir erstmal nicht bergen, wollte ich sagen. Nee, mehr Fische können wir nicht bergen. Dann fahren wir mal wieder zurück zur Händlerin und verklopfen mal das ganze Zeug. Und jetzt hoffe ich mal, rein in den Fischmarkt. Das ist eine Bartmakrele. Ist das... Moment, jetzt überlege ich gerade. Gehen wir Tab, Kajüte, dann gucken wir auf die Missionen. Und dann müssen wir, nee, nicht die Relikte, sondern suchen nach, liefere den verrotteten Meeraal. Wir müssen auf jeden Fall einen verrotteten Meeraal ausliefern. Ey, das ist eine Bartmakrele. Das ist ein Frackbarsch. Okay, das zählt alles nicht. Das heißt, wir können hier ganz normal die Fische verkaufen. Zack, 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 zack.
Geil. Okay, da hätten wir erstmal genug Kohle beisammen, mein Lieben. Wir holen uns jetzt den verbesserten Außenborder, würde ich vorschlagen. Schaut mal, hier zum Upgraden, da hätten wir eigentlich alles zusammen. Wir könnten hier noch einen Motorenplatz bauen und ganz wichtig, nochmal zusätzliche 4 Frachtplätze. Richtig, richtig geil. Aber es kostet halt Geld, ne? Also deshalb lasse ich das erstmal. Und wie gesagt, jetzt holen wir uns das Teil. Das Teil würde ich hier gerne genau hier installieren. Dauert 2 Stunden. Sehr gut. Das Sehnenrolle, das ist für die, das ist für Küstennähe und für Flachwässer. Alles klar. Hier können wir halt nur, ne, Fischarten. Hier können wir halt nur Küstennähe machen. Was ist das hier? Hier hätten wir nur Fischarten ozeanisch. Wir bräuchten halt beide zusammen. Das wäre geil. Müssen wir nochmal in, das Forschungsbuch reingucken. Ja, wir bräuchten halt hier 4 Stück. Das wäre geil. Da könnten wir diese Vielzweckangel könnten wir dann holen. Oder hier dann zum Beispiel, hier haben wir hier das verbesserte Schleppnetz. Hier wäre zum Beispiel Mangroven und Flachwasser. Und hier unten hätten wir dann zum Beispiel vulkanisch und Küstennähe. Also hier ist halt normal nur Küstennähe. Vulkanisch, Mangroven, Flachwasser. Hm. Das sind halt immer solche Sachen. Ne? Da muss man sich halt entscheiden, was man da nimmt. Aber ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. 17.26 Uhr. Wir fahren nochmal raus. Und holen uns zumindest noch ein paar Fische. Wenn wir hier die Möglichkeit dazu bekommen. Oh, ein Schlafbarsch. Mist. Muss man echt schnell sein. Okay, das ist erschöpft. Kein Problem. Und es wird schon Abend, ne? Es wird schon dunkel. Hier seht ihr ja dieses Zeichen. Da müssen wir hin. Jetzt hatte ich aber auf der anderen Seite irgendwo... Hatte ich doch, glaube ich, auch noch Fische gesehen. Irgendwo waren noch welche. Na gut, egal. Kommt, wir ruhen uns aus. Bevor wir hier wieder komplett in Panik verfallen... Dann machen wir lieber Nägel mit Köpfen. Hauen wir lieber das ganze Zeug raus. Geil, Schlafbarsch. Sehr geil. Jetzt haben wir wieder 232. Das ist richtig gut. Für die nächsten 300 holen wir uns 4 neue Lagerplätze. Okay? Beziehungsweise 4 neue Ladeplätze für unser Schiff. Nee, wir machen... Nee, komm, das ist 22 Uhr. Wir hauen uns gleich aufs Ohr. Ich habe gedacht, wir fahren nochmal schnell in die andere Richtung. Nee, lieber nicht. So, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir sind wieder da. Und ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt lassen wir alles mal so, wie es ist. Und der Typ hatte ja gesagt, wir müssen auf jeden Fall eine Abkürzung mit Sprengstoff freilegen. Jetzt interessiert mich ja, wo ist diese Abkürzung? Also, wie es aussieht, schaut mal, hier wäre dann die Abkürzung. Ne? Inspizieren, ein Haufen loser Trümmer. Um sie wegzuschaffen, bräuchte man starke Sprengladung. Hätten wir ja, Kalyte, gehen wir rein. Enzyklopädie, achso, das waren die Fische, alles gut. Ich glaube, wir müssten hier auf der anderen Seite anfahren. Kann das sein? Hier kommen wir bestimmt auch noch nicht rein, oder? Schaut mal, das ist auch ein Wrack. Hier, inspizieren. Ja. Das heißt, wir müssen tatsächlich erstmal die Sprengladung. Wir müssen erstmal die Abkürzung machen. So geht es dann mit der Story hier weiter, nehme ich an. Oh nein. Er hat uns verfehlt. Er hat uns verfehlt. Okay, so wie es aussieht, sind wir aber hier eigentlich ziemlich nah dran. Ach, hier. Schaut mal. Ein haufenloser Trümmer, der Rumpf ist beschädigt. In den Lücken zwischen den Felsen sieht man etwas, das aussieht wie weiße große Zähne. Eine lange Lunge hängt heraus. Das muss die Stelle sein. Die Lunte zünden. Du zündest die Lunte. Wow. Die Trümmer zerbröseln. Du solltest dem Walfänger Bescheid geben. Alles klar, also ihr wisst Bescheid. Der Rumpf ist sowieso beschädigt. Boah, 3 Stellen sind wieder zerborsten. Und wir haben übelsten Schaden gekriegt. Das heißt, meine Lieben, wir machen hier gar nicht lang rum. Nägel mit Köpfen einfach raus hier. Und jetzt hoffe ich mal, dass dieser... Ich hör's. Ich höre nicht zumindest. Okay, wir legen an und reparieren gleich, okay? Die Kohle hätten wir ja.
Also pro Schaden oder pro kassierten Schaden kostet es halt 30, ne? So wie ihr es gerade eben gesehen habt. So, dem Walfänger müssen wir Bescheid geben. Ich glaube, dann fahren wir erstmal hier drüben ran. So, mein Lager, das ist Unfall und hier ist der pensionierte Walfänger, mein Lieber. Du hast es geschafft. Wir haben die Explosion bis hierher gehört. Gott, dieses Echo. Überrascht mich, dass dir die Klippen nicht auf den Kopf gefallen sind. Hier ist alles bereit. Geh bitte und sag meinem Bruder, dass er nach Hause kommen kann. Machen wir. Sehr, sehr gerne. Wir legen wieder ab. Fahren gleich rückwärts. Und dort hinten ist ja die Landestelle von seinem Bruder. Da legen wir auch gleich an. Hier ist er, ne? Der Eremit. Hallo, was kann ich für dich tun? Dein Bruder vergibt dir. Er hat eine Bleibe für dich gefunden. Er hat zugestimmt? Da fehlt mir ein riesiger Stein von der Brust, der schon so lange dort liegt, dass ich ihn fast vergessen hätte. Na gut, ich habe gepackt und bin abreisefertig. Na dann, nehmen wir dich mit. Der Eremit kommt mit seinen wenigen Habseligkeiten an Bord. Dann legen wir ab. Und dann dürfen wir da anlegen und dann haben wir hoffentlich die Familie wieder vereint, meine Lieben. Dann bin ich mal gespannt. Nun, da wären wir. Der Eremit sieht den alten Walfänger, der am Dock steht und auf ihn wartet. Kleiner Bruder, du bist wieder zu Hause. Es tut mir leid. Ich war so dumm. Das waren wir beide. Komm herein und lass mich deine Taschen nehmen. Die beiden Brüder gehen gemeinsam das Dock hinunter. Einer von beiden zögert kurz und wendet sich dann zu dir um. Oh Fremder, solltest du noch mehr Trümmer finden, die beseitigt werden müssten? Ich stelle gerade weitere Sprengladungen her. Komm einfach zur alten Walfangstation. Also hier ist dann die Walfangstation. Und hier, das hier geht aufs Haus. Für deine Hilfe. So wie es aussieht, haben wir dann hier neues Item. Und zwar sind das die Sprengladung. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür, wann immer es nötig ist. Dankeschön. Wow, geil. Also hier, ne? Ihr seht, wir können dann welche kaufen. Ich denke mal, wir kaufen gleich mal noch einen. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank. Wir legen wieder ab. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob man auch die Sprengladung woanders kaufen kann. Also hier kann man sie jetzt mal kaufen. Ich würde gerne hier vorfahren und hier vorne erstmal das Ding hier freilegen. Das hier. So. Benutze Sprengladung. Sehr schön. Die Trümmer zerbröseln. Haben wir jetzt hier... Also wir können hier jetzt erstmal ein bisschen was bergen. Das ist schon mal gut. Schatten in der Tiefe. Oh, da müssen wir uns echt konzentrieren. Und das ist noch so ein geiles, veredeltes Metall. Ah, Wahnsinn. Und ist leider erschöpft. Okay, das war nur eins, aber das ist so ein Upgrade gewesen. Ein Haufen loser Trümmer. Ja, benutze Sprengladung. Sehr schön. Jetzt weiß ich halt bloß nicht, ob dieser böse Fisch kommt. Der kommt ja meistens hier raus, ne? Das ist schon 17.35 Uhr. Oh, Schatten in der Tiefe. Schaut euch das Schmuck. Schatten in der Tiefe erschöpft. Leider. Und es ist schon wieder 19.01 Uhr, ne? So schnell geht das. Warte mal, hier drüben scheint es auch noch was Besonderes zu geben. Ich weiß halt bloß nicht. Das ist die Stelle mit dem Fisch. Das ist die Stelle mit dem fiesen, großen Fisch. Wir machen es jetzt so. Wir fahren die Abkürzung raus. Wow, 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 wow. Ich hab's gewusst. Mitten rein, Rumpf beschädigt. Ich hab's gewusst. Ja, nur ein Schaden, alles gut. Kostet uns auch nicht ganz so viel, sage ich jetzt mal. Dann legen wir an. Alles reparieren, sehr gerne. Wir haben leider nichts, was wir loswerden würden. Eine Dublone. Ja, könnten wir ins Lager reinbauen und auch das veredelte Metall. Können wir ins Lager mit reinnehmen.
Gucken wir mal, also das, ja, das auf jeden Fall, ne? Also, wenn wir noch ein bisschen Kohle organisieren könnten. Ja, den seltsamen Motor, wisst ihr was, den lassen wir halt einfach mal da. Wenn wir noch ein bisschen Kohle organisieren könnten, könnten wir jetzt, wie gesagt, nochmal 4 zusätzliche Plätze freilegen. Das wäre kein Problem. Schau mal, das sind die dann hier oben. Okay, das ist geil. Denkt bitte dran, es gibt hier auch noch super geile Funzeln zu kaufen, ne? Und hier unten, wie gesagt, gibt es noch einen freien Motorenplatz. Okay. Das ist alles so verlockend, ganz ehrlich. Das ist alles so verlockend. Wir gehen wieder ins Bett, ruhen uns ganz so aus, wollte ich gerade sagen. Schlafen einfach durch bis morgen. Und dann werden wir mal... Dann werden wir mal schauen. 37% haben wir schon durchgelesen. Missionen. Ne, also alles gut. Wir hätten hier noch die Mindesthaltbarkeit. Und wir bräuchten jetzt auf jeden Fall noch einmal Sprengladung. Und dann, meine Lieben, gehen wir schon hinter und suchen nach dem Wrack an der Stadt. Okay? Das heißt, wir gehen hier an die alte Walfängerstation ran. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr. Das ist halt das, was dann halt richtig Kohle kostet. Aber das ist halt so. Ich denke mal, zwischen den Folgen oder jetzt einfach mal noch immer mal ein paar Fische... Nochmal mit Fischen und so weiter, also unserem Hauptjob eigentlich nachgehen. Weil es bringt halt immerhin Geld, ne? Jetzt können wir tatsächlich hier keinen mehr bergen. Schade. Da drin sind auch wieder welche. Ja, da haben sich relativ viele Fische wieder versammelt hier, ne? Bestand hoch. Ah, das sind nur so kleine. Die lassen sich garantiert gut verkaufen, meine Lieben. Ein Knirscherbarsch. Geil. Nehmen wir hier oben den noch mit. Wow, wie viel gibt es hier? Okay, erschöpft. So, dann gucken wir hier rein. Dann, wie gesagt, wir könnten ja mit Sprengstoff erstmal dort drüben noch freilegen. Inspizieren. Benutze Sprengladung. Sehr schön. Die Trümmer zerbröseln. Und hier gibt es wahrscheinlich dann dieses Teil, oder? Hier gibt es dann Dredgen. Bestand niedrig. Das heißt, das ist eine einmalige Chance. Ich denke mal auf diesen Gegenstand. Das ganze Problem ist ganz einfach, dass wir den wahrscheinlich nicht bergen können. Also machen wir Folgendes. Au. Steinfisch über Bord gegangen. Dankeschön. Super. Mhm. Hört ihr das? Das sind diese Tetrisfische. Eine könnten wir noch mitnehmen. Das war's. Aber wenn wir Glück haben, könnten wir hier noch einen mitnehmen. So. Meine Lieben, ist schon wieder alles voll. Wir fahren schon wieder raus, müssen verkaufen, müssen wieder unseren Rumpf reparieren und so weiter und so fort. Also ihr seht's, egal wo man hier anlegt, egal was man hier macht, man muss echt aufpassen, wo man hinfährt. Ich mag dieses Spiel total. Unglaublich. Alles reparieren. Dann gehen wir gleich in den Fischmarkt wieder rein. So, jetzt guck mal. Den Knirscherbarsch verkaufen. Dann diese lustigen Tetrisfische. Sind bei mir nur diese Tetrisfische, weil die ums Eck rumgehen. 160 hätten wir erstmal wieder. Also so ein bisschen was zum Reparieren ist auf jeden Fall da. Ja, Krabbenkorb. Das könnte man alles so ein ganz kleines bisschen... Klar, wir könnten es schon auswerfen. Wir könnten es auch kaufen. Es bringt auch garantiert was. Aber... Ja gut, komm. Ablegen. Dann fahren wir da drüben ran. Und dann holen wir uns erstmal die Schätze. Ne, die Schätze, die es hier drüben gibt. So, dann passt mal auf. Also 17.50 Uhr. Es wird schon wieder dunkel, aber das ist kein Problem. So, dredgen. Konzentration.
geht ja verflucht schnell. Das ist ein Saphir-Ohrring. Okay, ein paar Ohrringe, jeweils mit einem erlesenen Saphir verziert. Gerne. Dankeschön. Und hier, das ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben ein Relikt entdeckt. Eine verrostete Musiktruhe. Mission aktualisiert. Eine große Eichentruhe an der Seite eine verrostete Handkurbel. Gibt einen tiefen, rhythmischen Ton von sich, während sie auf den Wellen schaukelt. Alles klar. Das heißt, wir sind hier soweit fertig. Es beginnt sogar schon zu regnen. Ist aber kein Problem. Dann gehen wir hier an Land und ruhen uns hier ganz einfach aus. So. Dann sind wir auf jeden Fall fertig. Wir haben alles durchforstet, meine Lieben. Wir sind hier eigentlich komplett durch. Muss man so sagen, wie es ist. Was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, wenn mir jetzt mal auf Tab geht, dann geht man die Kajüte rein, dann hätten wir ja hier die Enzyklopädie, ne? Nicht gefangen. Ja, wir haben noch eine Quest auf jeden Fall hier offen. Können wir auf jeden Fall hier jederzeit wieder zurückkehren. Das wäre kein Problem. Was wir dann machen müssen, Suche nach Relikten. Ich habe den Schlüssel gefunden, ich habe eine Musiktruhe gefunden. Ich sollte den Sammler auf der Schwarzfelsinsel bringen, finde den Ring im Sternenbecken, im Windstrang, finde das Armbanduhr im Teufelsgrat, ne, und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hier, ich weiß nicht genau, aber wie es aussieht, ist das die Musiktruhe. Kann ich nicht genau sagen. Sternenbecken, Windstrang, Teufelsgrat. Okay, fange seltene Fische, finde die blaue Makrele, bla bla bla, das hätten wir eigentlich alles. Jetzt würde ich sagen, zum Abschluss schauen wir nochmal, ob man hier noch ein bisschen, ganz kleines bisschen Geld verdienen kann. Einfach nochmal. Das sind halt die Großen, ne? Das sind halt diese Bomber. Klar, Bestand niedrig, jetzt kriegen wir wieder gar keinen mehr rein. Ich meine, 300 wären geil. 300 wären, das wäre absolute Referenz, wenn wir jetzt noch hätten, dass wir wenigstens noch ein paar Plätze kaufen könnten. Mist. Erschöpft. Schade. Hier hinten wäre dann noch eine Kleinigkeit. Oh, das sind Stoffe, oder? Was ist das? Nö, das könnte doch was anderes sein. Sehr geil. Leider erschöpft. Aber gut. Das könnten wir mal wieder bei uns ins Lager packen. Kein Thema. Gut. Und was ist los? Typisch See und auch noch Regen. Also hier kommt alles so ein bisschen zusammen. Sehr schön. Rein in den Fischmarkt. Ja, dann verkaufen wir den, ne? Und den. Alles andere müssen wir ja dann ins Lager packen. Und das Teil hier eigentlich auch. Das ist die verrostete Musiktruhe. Ich glaube, die werden wir auch mitnehmen. Wisst ihr das? Jetzt werden wir mal gucken. Hier ist die Schwarzfelsinsel. Meint ihr, morgen schaffen wir das dahin? Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt nochmal ablegen. Hier hinten wären noch, schaut mal, hier hinten wären noch eine Kleinigkeit an Fischen. Die holen wir uns, würde ich sagen. Tetris-Fische. Schade. Langsam. Ich muss es ganz ehrlich gestehen, ich bin da immer absolut ungeduldig. Weil ich denke mal, dass die Nadel dann immer gleich von der anderen Seite kommt. Kommt sie aber tatsächlich nicht. Gut, erschöpft. Sehr geil, 16.46 Uhr, ne? Ihr seht schon, vielleicht haben wir... Hier, schaut mal, hier vorne ist noch einmal. Hat sich bestimmt wieder regeneriert, dieser Fischbestand.
Jetzt hoffen wir bloß ja, dass dieser komische Fisch nicht kommt. Das ist halt wieder dieser große, ne? Wir kriegen halt auch wieder nur einen hier rein. Ah, ist sowieso erschöpft. Das ist gut. So, und dann morgen. Jetzt werden wir hier runterfahren. Wir werden gucken, vielleicht kriegen wir die 300 zusammen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, schnell auf den Fischmarkt. Dann hauen wir uns hin. Dann machen wir das. 415. Meine Lieben, das nächste Lager kommt. Also, dann gehen wir raus. Ab ins Schwimmdock und hier 4 Frachtlagerplätze Verbesserung kaufen. Boah, geil. Sehr, sehr geil. Also, schaut mal. Jetzt können wir doch schon hier oben deutlich bessere Fische, reinplatzieren. Das bringt es jetzt auf jeden Fall. Wir werden es jetzt 19 Uhr, wir werden uns jetzt hinhauen. Dann werden wir aus dem Lager, werden wir dann die Musiktruhe holen. Und dann werden wir, zu dem Typ auf der Schwarzwaldsinsel noch fahren. Okay? So, mein Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Rein ins Lager, die Musiktruhe holen. Und dann würde ich sagen, einmal ablegen. Und dann war es das hier. Und dann müssen wir uns Richtung Schwarzwaldsinsel aufmachen. Ne? Also, so eher sage ich erstmal so in die Richtung. Aufgebühlt, das Wasserbestand niedrig. Das holen wir uns. Geil! Guckt euch mal bitte das Ding an. Boah, das müssen wir irgendwo verkaufen. Wie sieht's denn aus? Schwarzwaldsinsel ist noch die Hälfte zu fahren. Da drüben ist die. Hi! Was immer das auch gerade war. Was bist du? Oder was warst du? Habt ihr das gerade gehört? Das ist, glaube ich... Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, das ist nicht so toll. So, was hätten wir hier? Ich glaube, das hier ist die Schwarzwaldsinsel, oder? Ja, wir sind da. Wir müssen auf jeden Fall nochmal außen rum. So viel von diesen Fischen können wir ja gar nicht einsammeln. Aber schaut mal. Einen. Das war's. Wir haben gar nicht mehr Platz. Inspizieren. Der Stein zum Gleise. Lege die Hand drauf. Stein reagiert leider nicht. Okay. Ach, wir haben auch vergessen, Sprengstoffe mitzunehmen. Ne? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal da runter. Wir könnten eigentlich jetzt mal das Lager leer machen und könnten mal ein ganz kleines bisschen diesen Schmuck und das ganze Zeug hier verkaufen. Die Sammler, die suchen ja alles. Verfallenes Anwesen. Gucken wir mal. Du bist also zurückgekehrt, mein Freund. Ich war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du zerrst die große Musiktruhe in den Raum, die so schwer ist, dass deine Bodendielen... dass die Bodendielen unter ihnen ächzen. Den Sammler scheint das nicht zu kümmern, er ist ganz auf die Truhe konzentriert. Mission erfüllt, schaut mal, verrostete Musiktruhe aus dem Inventar entfernt. Und das hast du an den Klippen gefunden? Ja, das haben wir. Ah, hervorragend. Dies sollte künftige Rückreisen ein wenig verkürzen. Wenn du erlaubst, er wählt eines der silbernen Bänder aus, die aus dem purpurnen Buch hängen und schlägt es auf. Er wendet sich in den schwachen Lichtschein und liest flüsternd vor. Nach ein paar Sekunden fühlst du, wie dein Magen absackt, als würdest du von einer Welle hochgehoben. Er schließt das Buch und dreht sich wieder zu dir um. Neue Fähigkeit freigeschaltet, Manifestation. Kehre sofort zur Schwarzwaldsinsel zurück. Also es gibt noch mehr Relikte da draußen. Mach dich besser auf die Suche. Am Riff beim Sternenbecken könnten sich Wrackteile gesammelt haben. Suche zuerst bitte diesen Bereich ab. Ich markiere eine Stelle auf der Karte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Noch etwas? Was ist mit diesen Relikten vor? Die Worte, die du vorgelesen hast? Nee, brauchen wir nicht. Selbst mit den Relikten und so weiter. Nein, ich spreche jetzt auf. Jetzt würde ich noch Folgendes machen. Schaut mal, wir haben noch ein ganz kleines bisschen Schmuck bei uns. Ich würde jetzt sagen, bevor dieser Fisch verdirbt, würde ich Folgendes sagen. Wir legen hier ab. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir da drüben wieder reinfahren. Schaut mal, mal gucken, wie es unseren Netzen geht. Hier sind ja unsere Netze, ne? Wow!
Okay, krass. Boah, schaut euch das mal wieder an. Beim besten Willen. Ja, ich weiß, dass das Ding eine Reparatur benötigt, aber... Wir kriegen ja gar nicht alle rein, aber wir kriegen Geld. Mein Lieben, wir können hier Kohle verdienen. Sehr geil. Perfekt gepackt. Neue Errungenschaft freigeschaltet. Super. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Fisch verkaufen. Das ist erstmal ganz wichtig, ne? Die Leuchtturmwächterin wartet am Dock auf dich. Sie sieht absolut verärgert aus. Ich habe dich hinausfahren sehen, und zwar weit. Du hast die Tiefen überquert. Sag mal, hältst du das wirklich für klug? Es war okay. Diesmal vielleicht. Du musst vorsichtiger sein. Selbst jemand mit all deiner Erfahrung kennt das Meer niemals ganz. Das kann niemand. Sie dreht sich abrupt um und geht. Ihre Augen suchen das Wasser ab, währenddessen sie am Dock entlang geht. Alles klar. Wir wissen Bescheid. Nicht alle Fischschwärme sind gleich. In manchen gibt es sogenannte abnorme Exemplare. Manchmal entdeckt man sie schon von der Oberfläche aus. Sagt uns der Fischhändler jetzt. Okay, wie viel? 145 bringt das Ding. Also, wenn das jetzt mal kein gescheiter Fund war, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Also, richtig, richtig geil. Okay, mein Lieben, dann war's das. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Hier hätten wir ja noch die Möglichkeit auf einen schnelleren Motor und so weiter. Jetzt haben wir hier auch die sogenannten Halogenscheinwerfer. Die können wir jetzt hier auch kaufen. Kohle hätten wir genug, aber nehmen wir lassen es erstmal. Das würde ich mal noch mal ein bisschen aufheben. Ich würde jetzt gerne den Motorenplatz kaufen. Ja, wir haben jetzt noch einen zusätzlichen Slot hier oben. Da können wir, glaube ich, so einen kleinen... Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt. So einen kleinen Strahlantrieb oder sowas könnte man da installieren. Also wie es aussieht, gibt es da nicht. Oder wir haben das mit der Forschung noch nicht freigeschaltet. Motoren. Hier, den habe ich gemeint. Schaut mal, das Ding braucht nur einen Slot, macht aber gleich 10 Knoten mehr. Wenn wir dafür 5 Forschungsteile ergattern, könnten wir uns hier tatsächlich den Strahlantrieb freiräumen. Denn den könnten wir uns direkt freischalten. Das wäre natürlich, ja, wäre schon geil, finde ich. Aber gut, ich sag mal, das werden wir dann alles beim nächsten Mal machen. Hier gibt es der Bürgermeister, hier ist die Leuchtturm. Ach, was ich jetzt noch machen wollte, schaut mal. Wir haben jetzt das Teil hier abgeliefert. Wir werden jetzt Folgendes machen. Den Opalring werden wir nehmen. Können wir den bei uns gar nicht so einfach... Okay. Wir werden jetzt hier den Schmuck nehmen. Und werden jetzt hier einfach mal etwas Schmuck... Das möchte ich jetzt im Abschluss mit euch machen, meine Lieben. Möchte ich jetzt etwas Schmuck noch da drüben ablegen. Und zwar an der Schwarzfelsinsel. Da werden wir gleich das Ding... Da werden wir uns gleich teleportieren. Das ist ein Forschungsteil und das ist die Fäulnis. Das Endstadium alles... Ich glaube kaum, dass wir... Ich weiß nicht, ob der das haben will. Ich glaube nicht, dass der das haben will. Wisst ihr was? Das werfen wir dann halt einfach... Das werfen wir dann halt einfach irgendwann über Bord. Ganz einfach. Da machen wir gar nicht rum. Okay, die Angel hätten wir da und so weiter und so fort. Jetzt würde ich Folgendes machen. Hier unten auf der linken Seite gibt es ja hier, ne? Ihr seht ja auf E, kann man ja die verschiedenen Fähigkeiten freischalten, also anwählen. Und jetzt machen wir mal Manifestation. Rechte Maustaste. Okay, Hammer. Okay, geil. Glaube ich gar nicht. Das ist eigentlich der Mittelpunkt. Das ist eigentlich hier der Mittelpunkt von dem Spiel, beziehungsweise zentral gelegen von Dredge, die sogenannte Schwarzfelsinsel. Und deshalb dürfen wir uns wahrscheinlich immer wieder hierhin teleportieren. Okay, gehe hinein in die Werkstatt. Das ist leider abgesperrt. Okay, alles gut. Gehen wir mal in das verfallene Anwesen. Was hast du mit diesen Relikten vor? Sieh dir diese Schmuckstücke bitte an. Behellig mich nicht mit so einem vulgären Plunder. So etwas kannst du vielleicht dem Händler in Kleinmark andrehen. Noch etwas. Okay, ich spreche jetzt auch wie Kleinmark. Großmark, Kleinmark. Alles klar. Das habe ich ja gemeint. Gut, dann leg mal ab. Okay, langsam. Da ist, glaube ich, Kleinmark. Ja. Dann werden wir, meine Lieben, direkt nach Kleinmark fahren. Und dann werden wir halt dort das Zeug verkaufen. Ist doch egal. Oh, hier gibt es wahrscheinlich nochmal Holz, ne? Bestand niedrig. Also es gibt nur einmal. Aber das holen wir uns auf jeden Fall noch.
Ja, hier schaut mal, es gibt noch eins. Herr Schiff, ist egal. Aber wir haben zwei. Wir haben zwei Stück ergattert. Das ist das Wichtige dran. So, mein Lager. Das packen wir gleich mal ins Lager rein. Und dann haben wir ja hier den hiesigen Schmuckhändler. Schaut mal. Willkommen, du hast etwas Interessantes gefunden. Wenn man alle Schmuckstücke verkauft, kriegt man 372. Okay, das brauchen sie tatsächlich nicht, ne? Dann werfen wir das zurück. Schaut mal, 691,75. Das ist jetzt schon richtig, richtig geil. Leider brauchen wir hier nichts mehr. Können wir nichts mehr brauchen. Wir werden hier ablegen und werden mal gucken, dass wir hier drüben noch unsere Netze, die wir ausgeworfen haben, werden wir noch mal gucken, was in den anderen Netzen so los ist, oder? Was meint ihr? Schaut mal, da ist wieder was Magisches, was hier so leuchtet. Ah. Da kann man tatsächlich sehr viel... Kann man tatsächlich sehr viel fischen, ne? Eine Trophäe. Wir haben eine Trophäe bekommen. Geil. Und hier gibt es auch wieder so viel, ne? Hier gibt es wieder so eine Winkerkrabbe. Ja, wisst ihr was? Wir werden alles nehmen. Hier werden wir genau dasselbe machen. Kriegen wir das Teil hier noch irgendwie rein? Tatsächlich. Und dann werden wir alles nehmen. Und hier auch alles nehmen. Ja, die brauchen alle Reparaturen. Das wissen wir. Wir können leider... Hier unten befindet sich auch noch sowas. Oder hat sich zumindest noch was befunden. Schaut mal. Dort unten ist auch sowas, was so in die Höhe steigt. Aber wir sind leider voll. Mein Lieben, wir sind hier proppenvoll. Wir müssen halt erstmal zum Fischhändler und müssen halt erstmal wieder unseren Fisch verkaufen. Ne? Geil. Hier ein Hakenkalmar. Hat auch wieder 40 gebracht. Schön. Endlich haben wir mal so ein bisschen Kohle. Endlich können wir mal auch mal, wenn ein bisschen was beschädigt ist, auch ein bisschen was reparieren. Richtig, richtig geil. Meine Lieben, wir haben den ganzen Schmuck verkauft. Wir haben die Story hier unten auf der Ostseite an den Sturmklippen haben wir soweit abgeschlossen. Wir haben dort eigentlich alles soweit gelootet, was ging. Es gibt garantiert hier hinten auf der Seite gibt es garantiert noch was, was wir holen können. Wir müssen da aber, ich denke mal, vielleicht jederzeit wieder zurück, weil ich denke mal, die Sprengstoffe, weiß ich jetzt nicht genau, ob die Schiffsbauerin auch die Sprengstoffe anbietet. Schaut mal, die bietet die eben nicht an. Das heißt für uns, wenn wir wieder Sprengstoffe benötigen, müssen wir wieder runter an die Sturmklippen fahren. Und das ist im Prinzip wieder spielbar und das jedes Mal wieder, jedes Mal wieder so ein kleines Abenteuer, wenn man dort unten wieder ankommt. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken bis hierher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Dredge hier wieder mit dabei seid. Ist ein super geiles, kleines Indie-Game und macht riesen, riesen Spaß. Und ich hoffe mal euch auch. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund. Euer Zanto. Ciao, ciao.